Mindener Tageblatt. Ob auf dem Wasser oder an Land. Brotplatz. Rüst. Rüst. Niederländische und deutsche Pioniere verstehen sich ganz gut. Und weil das so ist, wurde jetzt auf dem Wasserübungsplatz Hedel bei Nijmegen die offizielle Kooperation zwischen dem Mindener schweren Pionierbataillon 130 und dem 101. Niederländischen Geniebataillon vereinbart. Ja, wir wollen heute hier eine Vereinbarung abschließen, die uns ermöglicht, in der Zukunft enger und öfter zusammenzuarbeiten. Wir haben ja ein ähnliches Gerät, beide Armeen, das ist, wenn so wollen, ohne Schwierigkeiten kompatibel, dass wir das gemeinsam in Zukunft einsetzen können, um damit unsere Einsatzfähigkeit zu erhöhen. Auf der anderen Seite wollen wir natürlich unsere Kameraden aus dem anderen Land kennenlernen. Das, sagen wir so, wir kennen uns letztendlich, aber die Soldaten müssen sich auch kennen, um letztendlich das Zusammenarbeiten einfacher zu machen. Und das wollen wir heute, wenn man so will, offizialisieren. Naja, internationale Zusammenarbeit ist die Zukunft. Und weil wir es ja formalisieren hier, dann werde ich als holländischer Kommandeur alles zu tun, um meine deutschen Kollegen zu unterstützen. Ob es in einer Übung ist oder in einer richtigen Operation. Wir werden zusammen, Schulter an Schulter, werden wir arbeiten. Die Zusammenarbeit gibt es schon lange, aber es gibt letztendlich öfter, es gibt mittlerweile auch bei anderen Truppenteilen gibt es das. Es ist letztendlich so, in dieser Form, auf der, sagen wir mal so, relativ normalen Arbeitsebene, ist es noch vergleichsweise selten. Sie kennen vielleicht das Beispiel der deutsch-französischen Brigade, das ist eine relativ hohe Führungsebene. Wir wollen das aber tatsächlich, dass unsere Soldaten wirklich körperlich zusammenarbeiten. Vom Geist, mental muss das in Zukunft auch zusammenklappen und deshalb haben wir schon vor anderthalb Jahre zusammengearbeitet und wird das kontinuiert in die Zukunft. Ja, ich bin der Einladung hier sehr gerne gefolgt, weil ich meine, dass die Zusammenarbeit im internationalen Bereich eine sehr wichtige Zusammenarbeit ist. Das ist die Zukunft und ich finde es gut, dass es hier auf der Ebene des Bataillons gestartet wird und findet meine volle Unterstützung. Normalerweise werden erst die Kooperationen auf höherer Ebene gestartet, aber hier ist die Initiative eben von Bottom-up gekommen und das unterstütze ich und das ist auch wirklich sehr produktiv, weil hier die eigentliche Arbeit hier unten stattfindet. Insofern ist das eine gute Sache. Mit den Niederländern zusammen sind das die ersten Schritte, aber ich bin mir sicher, dass wir das auf weiterer Ebene, auf der Regimentsebene fortführen werden und ebenso auch auf der Ebene der Pionierschulen, der deutschen Pionierschule und der holländischen Pionierschule. Da sind erste Schritte eingeleitet und werden dann im nächsten Jahr sicherlich realisiert werden.